So, Aufnahme ist auch schon wieder begonnen. Ne, aber ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Das ist immer, egal ob ich jetzt den Stream anhabe, aufnehme oder sonst oder gar nicht. Immer bei der Map ist das so. Klar, ich kann es mir ja mittlerweile leisten, ne? Das stimmt. Obwohl, ich muss trotzdem gucken, dass ich mit dem Geld auch sparsam bin, sagen wir mal so. Und ich muss jetzt wirklich jeden Cent dokumentieren, den ich ausgebe. Sagen wir mal so. Ist, hat Vor- und Nachteile, sagen wir mal so. Wenn man jetzt Fördergelder kriegt für Filme und sowas. Da muss ich mich aber auch mal wieder hintersetzen. So, ah, warte, wir können ja jetzt eigentlich dahin schnell reisen. Ja, dahin schnell reisen. Na, aber es ist wirklich hier. Ne, ich muss wirklich auch dokumentieren, also alles eintragen, was ich ausgebe. Also jede Quittung mitnehmen. So, ich habe hier übrigens auch schon den Kaffee, aber der ist noch heiß in einer schönen Tasse mit einer roten Nase. Aber den lasse ich eben noch kurz ein bisschen stehen, weil den hier muss ich noch zu Ende trinken. Den Energy. So. Ja, aber ich verstehe das auch nicht bei mir, woran das genau liegt, dass das immer. Da oben ist was. Da ist eine Kiste, eine Truhe. Ein Wurzelstab. Warum will man hier unbedingt, dass man Magier wird? Und warum wird das mir immer hier hingepackt? Ne, aber ich verstehe das auch echt nicht, woran das liegt, dass es bei mir immer so, wenn ich aus der Map rauszoome, dass das so Probleme gibt. Also ich habe, was Grafikkarte und so angeht, also schon mehr als genug. Also 3070, das ist mehr als erforderlich für dieses Spiel. Und trotzdem bei der Map macht das bei mir diese Probleme. Jedes Mal, wenn ich sehr weit rauszoome. So, hier haben wir versteinerte Leute. So. Sorry, den einen wollte ich jetzt nicht versteinern. Kaputt hauen, den versteinerten. Die finden ihren Frieden. Vor allem, ich bin ja hier auch, was die Einstellung angeht, auch sehr viel zurückgegangen. Nördliches Karawanenlager haben wir erreicht. Lesen wir mal vor. Expeditionsprotokoll Nummer 1. Seit sich unsere Karawane aufgeteilt hat, wie die Verzweiflung mit jedem Tag größer. Oh, ich wünschte, Königin Jasmina wäre noch hier. Ihre Anmut und Schönheit wäre jetzt Balsam auf unseren Seelen. Ich höre Laszlo jeden Tag in seinem Zelt schluchzen. Wir haben Hinweise auf Überlebende in einem Refugium der Flamme gesehen. Ein Umweg von einem ganzen Tag, umsonst. Obwohl das Miasma ihnen immer näher kam, wollten diese Narren uns nicht beitreten. Sie sollen doch zu ihren Erbauern beten. Wir werden schon sehen, wie lange sie überleben. Wir müssen weiter. Leuchtenstein scheint noch Ewigkeiten entfernt. Kommandant Cyrus. So, und hier haben wir die eine markierte Quest, ne? Aber sparsam muss sie so oder so sein, Freddy.
Also, weil so viel Geld ist das jetzt auch nicht, was ich da bekomme. Standort unten. Gibt es hier Gegner? Erwachen die Steine? Ich erlöse die da, ja. So. Das Fleisch ist willig. Die Zellen kontaminieren nicht nur, sie absorbieren, indem sie natürliche Materie abbauen und in etwas Neues verwandeln. Schaffen sie einen Kreislauf aus Energie und Wachstum. Ich muss es verstehen. Ich muss mehr mit diesem Miasmasporen experimentieren und genau erfahren, wie sie funktionieren. Ich würde mich am liebsten hier verschanzen und in Ruhe arbeiten, als bei den Dorfbewohnern zu verweilen. Sie kosten mich noch die letzte Energie. Die Flüssigkeit im Schwarzer Kessel, sie dreht und dreht sich. Und dreht sich. Sie löst ihn auf, zerfrisst ihn, ändert ihn. Einmal habe ich zu lange hineingestarrt. Ich dachte, ich spüre, wie sie zurückstarrt. Vielleicht bin ich mit dem Alter einfach verrückt geworden oder einsam. Ikora. So, gibt es hier noch mehr? Ich höre hier auf jeden Fall was krabbeln. Hier hinter. Ja, boah, ich habe mich jetzt wegen meinem eigenen Schild erschrocken, ey. Bin. Ich darf nicht so viele Horrorspiele spielen. Ich merke schon, Outlast und Outlast 2 haben mir nicht gut getan. Muss ich da nach oben? Gibt es hier einen Weg nach oben? Hier. Garn nehmen wir mit. Besseres Miasma-Überlebensfläschchen. So, ich gucke mal. Hier muss es doch noch was geben. Gehen wir mal hier rein. Das war ein Schlag zu viel, aber egal. Nein! Falsche Taste. Holzbretter, perfekt. Was haben wir hier? Schrott. Nice. So, die erlösen wir auch noch. Paprika erlösen wir auch noch. Da drin ist noch was. Okay. Also hier rein. Hier im. Ah, wir sind hier im Miasma. Okay. Hunger in der Dunkelheit. Ich bin verrückt geworden. Das weiß ich. Die jahrelange Einsamkeit hat mir den Verstand geraubt. Die Leere. Der Schlund. Im schwarzer Kessel. Lauernd. Abwartend. Sich drehend. Er vernebelt mir den Verstand mit seinem süßen, faulen Geruch. Er ruft nach mir. Flüstert. Ich verstehe nicht, was er sagt. Aber er weiß es. Er weiß, dass ich leer bin. Er ist auch leer, hungrig. Wir ähneln uns, Ikora. Bevor wir in den Keller gehen, will ich erstmal hier oben
fertig werden. Gucken, was wir hier finden. Gibt's nichts. Schön. Ich will da hoch. Gibt's da oben was? Achso. Was haben wir hier? Ich habe geschrien und die Lehre hat geantwortet. Der Schlund war ausgehungert, als er meinen Namen rief. Einsam, sehnsüchtig wie ich. Ich hatte keine Wahl und er wusste es. Gefangen zwischen Zähnen, so scharf wie Rasiermesser, meine Flanken zerschnitten und aufgerissen. Ich rutschte unter seine Zunge und drehte mich. Ich erstickte an seiner Wärme. Er hält mich in seinem Inneren fest. Wir sind gleich. Wir sind eins. Warum ist mein Fleisch hohl? Eine Grube. Ich bin eine leere Grube. Ausgehungert. Ich bin nichts. Die Abwesenheit, die Leere. Die wenigen, die vielen, alle. Der Abgrund selbst. So, wo sind wir jetzt hier gelandet? Ist das immer noch dieselbe Quest? Ein schwarzer Kessel für den Alchemisten. Also, hier sind wir fertig, oder wie? Dann wahrscheinlich da hinten. Nein! Autsch! Sauber, komm. Die hauen wir kaputt. Dessen Sporen brauche ich auf jeden Fall. Und dessen, nee, nicht von denen, aber die Miasma-Flüssigkeit brauchen wir auch noch. Da können wir einige Seelen machen. Ich wünschte, ich hätte das eigentlich mit den Seelen viel, viel früher gewusst. Dass man die bei Balthasar herstellen kann. Dann hätte ich auch so viel Zeit sparen können. Achso, das ist die Warte. Ich wollte schon sagen. Ist das noch eine Warte, die ich übersehen habe? Aber die Dinger sind ja so groß, man dürfte die eigentlich gar nicht übersehen. So. Waren wir schon in dem hier drinne? Ne, hier können wir aber schlafen. Immerhin. Ein Bett gefunden. So. Hier oben muss ich wahrscheinlich finden. Wiege der Dämmerung. Oh. Brutmonstrosität. Wir haben es gefunden. Ikora, bist du das? Gut siehst du aus, Ikora. Alter, was? Das war ein bisschen viel Schaden. Yo. Okay, also. Ich glaube, gegen die Ikora wäre sinnvoll. Fernkampfangriff. Nahkampf bringt nicht so viel. Jetzt kommen noch blaue Bienen. Ernsthaft? Ein Moment.
verbrenne die gleich. Ach ne, jetzt kommen die nächsten Bienen, ernsthaft. So, komm. Also Nahkampf macht gegen die gar keinen Sinn, glaube ich. Ach, die spawnt die Bienen. Ich glaube, das ist keine gute Idee hier rein. Jetzt geht weg, ihr Bienen. Nein, komm. Oder warte. Was ist damit? Autsch. Jetzt trifft die mich wieder. Kann die nicht ihre eigenen Bienen treffen und kaputt hauen? Jetzt werden es mehr Bienen. Autsch. Also die... Alter, jetzt kommen die nächsten wieder. So, die müssen wir aber schnell fertig kriegen. Komm. Wir haben noch 5 Minuten. 5,5. Kommt die schon mit dem nächsten Bienen an. So. Nein, ich steck fest. Alter, wie viele Bienen will die noch gespawnen? Autsch. So, gleich haben wir sie, gleich haben wir sie. Letzter Schuss. Ne? Jetzt. Jetzt haben wir sie. Und jetzt Bienchen, geht weg. So, da haben wir den Kessel. Baue einen Alchemietisch. Jetzt erstmal einen Weg hier wieder rausfinden. Hier geht es ins grüne Gebiet. So, von wo kamen wir? Ich glaube von da hinten, oder? Sind wir zumindest raus aus dem Miasma.
Aber okay, Nahkampf hat gegen die mehr Schwierigkeiten bereits, sagen wir mal so. So, dort vorne hatten wir die Möglichkeit zu pennen, dann gehen wir mal wieder dahin. So. Ach komm, wir legen uns auf den Toten. Und kuscheln mal. Das hat mir nicht aufgemacht. Das hat mich jetzt gewundert, dass wir das nicht aufgemacht haben. Wie voll ist unser Rucksack? Geht ja noch. Weg damit. Dann haben wir hier unten auch noch mal wieder ein Schwert. So, hier haben wir auch einiges an neuen Rezepten, meine ich, irgendwo. Hier Alchemietisch können wir jetzt bauen. So, Helm des Kräuterkundlers. So, hier haben wir hier was Neues. Also eigentlich ja. Wo haben wir da was Neues? Genau, Söldner und Wächter. Ich würde dann wohl eher hier mit. Also wir haben ja den Hüter. Im privaten Durchlauf habe ich das hier mal genommen. Sieht viel geiler aus, finde ich. Ich bin schade, dass ich das hier jetzt nicht im Stream genommen habe. Hätte ich dann den hier eher nehmen sollen. Aber hier würde ich eher auf den Söldner gehen. Ja, der Söldner gefällt mir definitiv mehr. Also warte, hier haben wir noch irgendwas vergessen bei ihm. Was können wir noch hier machen? Den schwarzen Kessel können wir jetzt bauen. Okay. So, Werkbank. Was haben wir hier Neues? Den schicken Steinblock. Bei ihr können wir auch wieder was Neues machen. Wanddeko. Den hier, die Brutmonstrosität. Und Schleifsteine können wir jetzt Mehl machen. Knochenmehl müssen wir noch machen. Hier können wir jetzt Körner. Okay. So, die Bitte des Schmieds. Die Conways durch den Umrakradkreis sind, um Zeit zu sparen. Gebreistation benötigt. Der große Almanach der Pflanzen und Setzlinge für die Bäuerin. Herzen aus Eisen. Die Säulen der Schöpfung. Forscher haben Relikte der Vuka in einem Refugium der Flamme in den Nomadenanhöhen zurückgelassen. Durchsuche das Gebiet und birgt die Relikte der Vuka. Karawanenüberfall. Oh, das sind auch coole Steine. Die würde ich machen wollen. Wo muss ich dafür hin? In die Richtung. Und willkommen zurück, Hehl. Wie war das Telefonat? Ich hoffe, angenehm. Du hast leider den Kampf gegen die
Monstrosität verpasst. Vor allem die blauen Bienchen, die sind mir richtig auf den Sack gegangen gerade. Ah, kommt noch mal auf YouTube. Ich jetzt, ich spiele das jetzt nicht zum zweiten Mal. Nee, ich spiele das zweimal parallel, sagen wir mal so. Aber nicht zum zweiten Mal. Einmal, um irgendwie die, also einmal quasi im Stream auf Twitch. Hier um, also als Let's Play. Und der zweite ist quasi einfach nur ein Charakter, den ich einfach alles überspringe, aber nicht so weit gehe, wie ich schon im Stream und Let's Play war. Hauptsächlich nur, um aufzuleveln auf maximal, was möglich ist. Aber was ich jetzt von Hehl letztens, glaube ich, erfahren habe, ich glaube, das war bei dir, Hehl. Was leuchtet denn da blau? Rot. Was sind das? Noch ein Obelisk, okay. Das Maximallevel 25 sein soll, zumindest vom aktuellen Stand. Unser letzter Atmen ausgehaucht. Und ich lese das mal, wie ich das lesen würde. Unser letzter Atem ausgehaucht. Wir sind gespalten worden, auseinandergerissen wie ein Aal mit zwei Köpfen. Die Zwietracht in unserer Mitte trennt unsere Jüngsten von den lodernden Sternen. Ein neues Kapitel bricht an. Sie wollen die vergängliche Flamme schützen, die von den Herdfeuern und Glühwürmchen der Menschheit inspiriert wurde. Wir werden alle wanken und fallen. Wir stolpern nun durch, zu allerletzt. Also, der hier, der Charakter ist nur für Streaming und Let's Play, weil es eigentlich parallel passiert. So, ich nehme das ja für fürs Let's Play auf. Und ein zweiter Charakter einfach nur zum Max-Leveln. So, hauptsächlich verwirrend. Wir wollten auf unserer Expedition die Sprache der Erbauer entschlüsseln. Meine bisherigen Erkenntnisse. Das kleine Symbol, das aussieht wie schlafendes Feenwild, bedeutet Feuer. Oder so ähnlich. Ich behaupte in aller Bescheidenheit, dass diese Symbole auf die haarsträubendste Weise entwickelt wurden. Nur um die Forscher absichtlich lächerlich zu machen. Vielleicht ist es wahr, was die Leute in der Stadt sagen. Und die Erbauer wollen ihre Geheimnisse wirklich für immer bewahren. Ich frage mich, was sie verbergen wollen. Lorraine Krim. So, Paprika nehmen wir mit. Umbra-Krater. Ich glaube, das ganze Ding hier ist einfach der Umbra-Krater. Kann das sein? Ach nee, nicht der schon wieder. Stufe 20. Hups, jemand anderen an. Alter, eigentlich müssen wir hier alles voll boosten. So, was liegt denn da die ganze Zeit jetzt? Das ist eigentlich sehr frech von dem. Der kommt zu mir und pupst mich einfach voll. Aber was mir aufgefallen ist, auf einer Seite hat er doch... Der hat irgendwo auf einer Seite so ein Herzchen gehabt. Da ist ein Herz an der Seite. So, Ammoniak. Und nochmal Ammoniak. So, die Stadt da oben, die wollte ich noch besucht haben. Ich glaube,
glaube, da hatten wir noch keinen Weg da hochgefunden. Ja, und wieder die Säbelzahnkatzen. Gleich 4 Stück, oh ne. Welche Stufe? 20. Ja, super. Alter, jetzt hat er hier hochgeschafft. Komm, scheiß drauf, wir gehen ins Krater. In den Krater, Entschuldigung. Nicht ins Krater, in den Krater. Nice. Gibt es hier einen Weg wieder da hoch? Das sieht aus wie ein Weg nach oben. Ich will nämlich in die Stadt da. Aber sowas finde ich geil, wirklich, wenn da so eine Brücke ist. Obwohl mir fehlt für so eine Brücke irgendwie noch so eine Mittelsäule. Ich finde, mit so einer Mittelsäule sehen die viel, viel geiler aus. Warte mal, da drunter leuchtet was. Kann es sein, dass man die Stadt auf zweierlei Wegen betreten kann? Einmal oben rum und einmal unten rum. Aber wirklich für solche Brücken. Ich lieb's, wenn die da irgendwie zumindest. Bei der Brücke findest du es unpassend? Ja, okay. Ist ein Argument, weil das irgendwie so eine Sandsteinbrücke ist oder so. Ich behaupte mal, dass, oder Kalksteinbrücke. Also aus Kalkstein oder Sandstein hergestellt. Ich weiß jetzt nicht genau. Wäre ein Argument, dass es bei der dann nicht so nice aussieht. So, aber... Ja, ich glaube, das müsste dann schon dann eher... doch eine andere Art Stein sein. Da muss ich dann vielleicht doch euch recht geben, Freddy, Hehl. So, was haben wir hier? Ist das ein Durchgang? Nope. Aber Spinnkokons. Nein, ich hasse die. Ne, in der Baubranche würde ich auch nicht arbeiten wollen, glaube ich. Also wenn, dann... Ich sag mal so, wenn ich baue, es wird sehr kreativ. Und wenn man mir das Recht geben würde, irgendwie Architekt oder so zu werden, sage ich jetzt mal, ich glaube, bei mir, es würde... mehr Geld und Materialien kosten, als effektiv zu sein. Also mir dürfte man solche Jobs eigentlich gar nicht geben. Bleib bloß weg aus der Baubranche, furchtbar. Danke, Freddy. Danke, dass du an mich glaubst. So,
Ist das schon? Ja, das ist schon die Brücke, oder? So, gehen wir erstmal hier rein. So, Pfeile nehmen wir mit. Ach, du kommst aus der Baubranche? Okay, wie läuft das da eigentlich so genau ab? Beziehungsweise, wo genau aus der Baubranche? Wo warst du da? So, wo sind die Materialien? Dieses Kind spielt mir schon wieder Streiche. Ich habe Phil gesagt, er soll ein paar normale Steinblöcke für die Brückenreparatur holen. Er war natürlich nicht glücklich. Doch er ist jung und agil. Er kann sie problemlos tragen. Aber natürlich lädt er sie einfach ab und hastet davon. Du wirst sie sicher selbst finden, Alter. Brich dir nicht den Rücken. Was für ein Nichtsnutz. Also, wo sind diese Blöcke? Naja, ich meine jetzt nicht, wo arbeitest, sondern was für eine Art Bereich. Es gibt ja, glaube ich, mehrere verschiedene Bereiche in der Baubranche, oder nicht? So, jetzt muss ich hier eben einmal kurz wieder umtauschen. Die Bomben habe ich gerne hier auf der 2. So, es gibt ja Leute, die arbeiten mehr so direkt an der Baustelle. So. So. Also die sind vor Ort. Es gibt dann. Ach, Gebäudebau bist. Okay. So, was haben wir hier? Hier ging es auch noch runter. Ging es hier nicht irgendwo runter? Da. Ah, okay. Hier war nur ein geheimer Weg. Normaler Steinblock. Ich muss mir die ganzen Blöcke hier auch mal ganz genau ansehen, was es hier alles gibt. Quest abgeschlossen, gemischte Steine. So. Einmal entschärfen. Irgendein Typ will was haben, der keine Ahnung hat. Die Verkäufer setzen eine unrealistische Frist für dich und dann sagen dir Leute erst, was alles geht und was nicht. Aber die Frist verschiebt sich nicht. Überstunden sind gewünscht, aber hey, ohne bekommst du nichts fertig. Und nimm doch bitte deine Urlaubstage, sonst verfallen sie. Aber krieg ja deine Arbeit fertig. Ja, sowas Ähnliches habe ich auch kürzlich gemacht, weil Kollege von mir hatte wieder einen anderen Kollegen, der versucht sich in der Photovoltaik-Dings-Branche hier selbstständig zu machen und hatte sich gewünscht gehabt, dass irgendjemand für ihn Flyer macht. Und da ich mich mit Photoshop ein bisschen auskenne, habe ich das für ihn dann gemacht, so. Zum Glück davon die also das kriege ich zum Glück nicht für lau, also der gibt mir dafür Geld. Aber der hatte auch null Plan, was er haben will. Der hatte wirklich gar keine Ahnung, so. Und dann hat sich noch herausgestellt, er hatte weder einen eigenen Firmenlogo, noch ist seine Firma angemeldet gewesen. Also gar nichts. Und da hat die auch dann gesagt, hab so, okay, für was mache ich das alles da, hier? So, weil der war vorher in der, als, in der, wie hieß das nochmal? Irgendwas mit Hauswirtschaft, glaube ich, so ein Beruf. Ich glaube, war Hauswirtschaft oder Hausmeister oder sowas irgendwie. So eine Hausmeisterfirma, irgendwie Facility Management oder sowas irgendwie in der Richtung hieß das. Hat er dafür noch eine selbstständigen Dings gehabt. Und dann wechselt er zur Photovoltaik. Fragt mich nicht warum, was das für einer ist. Ich kenne den nicht. Das ist ein Kollege von einem Kollegen gewesen. Autsch.
Ach, hier ist einer. Und dann kommt er zu mir, beziehungsweise der Kollege kommt zu mir. Für ihn. Und fragt mich, ob ich für ihn einen Flyer machen kann. Und dann hat er nichts. Der hat, oh, Bronzepfeil haben wir jetzt. Nice. Der hatte weder Firmenlogo noch ist seine neue Firma angemeldet gewesen. Der wusste nicht, wie er es vermarkten sollte. Hatte aber mir eine Frist von 2 Tagen gegeben. Der hatte nicht einmal einen Namen für seine Firma. Gar nichts. Aber mach mal. Mach mal einen Flyer. Für eine Firma ohne Namen, die nicht angemeldet ist. Und da wirklich, da den ersten Tag mit dem, habe ich mit dem Kollegen und seinem Kollegen hier zusammen 8 Stunden in Discord gesessen, um überhaupt erst einmal, also wir haben über Discord gequatscht, halt, um überhaupt erst einmal zusammenzufassen, was er überhaupt will. Und dann hatte ich innerhalb von 2 Stunden seinen Flyer fertig. Ja, den Firmenlogo durfte ich gestalten. Ich musste eins machen. Macht's echt nicht zwingend besser. Also, achso, das war jetzt auf Hehl bezogen. Also, er hat jetzt von mir ein Logo bekommen. Alles andere muss er selber machen. Mir ist das egal, also, ob er damit erfolgreich wird oder nicht. Ich glaube, Photovoltaik ist momentan nicht so beliebt, glaube ich, oder gefragt. Glaube ich zumindest. War zumindest bei Dingens Brom und Scotty letztens auch das Thema. Dass das momentan nicht so gefragt sein sollte. Ich weiß es aber nicht. Aber mir ist das eh egal. Ist ja nicht... Ich werde dafür halt nur bezahlt. Stufe 21, jetzt schon. Wo haben wir die Stufe 21 jetzt her? So. Big Mama. Müsste nicht eigentlich hier jetzt oben rechts so ein Dings da? Photovoltaik. Wow. Ein Moment. Mach mal so. Ach, von hier trifft die Mini. Perfekt. Also nicht beliebt, sondern nicht so gefragt, meinte ich. Mein Fehler. Ja, in der Industrie, klar. Da ist das noch gefragt, glaube ich. Vor allem bei der alten Firma, wo ich mal gearbeitet hatte, in der Lebensmittelproduktion. Da ist das wirklich auch noch gefragt. Aber der Kollege vom Kollegen, der macht das für Privatpersonen. Nicht für Firmen. Oder will das für Privatpersonen machen. Deswegen... Irgendwann habe ich aufgehört zu hinterfragen. Einfach irgendwann, okay. Nach 8 Stunden war auch mein Dingens, mein Geduldsfaden gerissen. Muss ich ehrlich sagen. Also mein Geduldsfaden war auch gerissen. Irgendwann. So. Und da hat die auch gesagt gehabt, so, irgendwann müssen wir fertig werden hier. Und dann nach 2 Stunden habe ich das Ding gemacht. Ja. Ganz fragwürdig, aber mir egal. Ich krieg von ihm Geld. Wenn er sich strafbar macht, ich bin da raus. Wenn er sich irgendwie strafbar macht oder so weiter. Ich wurde nur bezahlt, hier für ihn die Flyer zu machen. Oder ich bekomme noch das Geld, sagen wir mal so. Ah, Gäbereigestation. Also... So, Gäbereistation Rezept. Denkt dran, Leute, die Bretter müssen korrekt gestapelt werden.
Nichts darf durcheinander geraten. Die Gebrei-Station muss genauso gebaut werden, wie die Mutter es verlangt. Ihr könnt euch nicht erinnern, wie? Hier ist die Anleitung. Wenn ihr Pack nicht lesen könnt, ruft Amar. Wenn ihr Pack nicht lesen könnt, er wird es euch buchstabieren. Ich musste kurz im Kopf irgendwie das zusammenreimen, wie das ausgesprochen werden muss. Aber irgendwie kam ich gar nicht drauf, wie das ausgesprochen wird oder vorgelesen wird. Ja. Freddy, das Geld muss ich trotzdem versteuern, was ich dafür bekomme. Sie terrorisieren die Straßen. Ich dachte, der Weg über den Gerippen Pass sei sicher, aber Looper hat alle Handelswege im eisernen Griff. Sie sprang hinter einer Felssäule hervor, tollwütig und zitternd vor Wut. Sie erblickte mein Gesicht und erkannten mich wieder. Sie hatten die Krippenbedarfkiste in Surats Rast gefunden. Ich wusste, dass sie mir eines Tages zum Verhängnis werden würden. Catherine hatte recht. Es gibt kein Entkommen vor dem neuen Patrouille. Sie sind überall. Sie haben fast alle meine Waren beschlagnahmt. Wenigstens habe ich meine Truhe gut versteckt, bevor sie mich erwischt haben. Aber wie soll ich jetzt von hier verschwinden? Benny. Wer ist denn jetzt Benny? Noch ein neuer Name? Nein, das wollte ich nicht. So. Ich sag mal so, klar, Schwarzarbeit, schön und gut, aber dass man auch ein bisschen was unter der Hand verdient. Aber ich sag mal so, ich möchte irgendwann, Freddy, mit dir hatte ich ja heute schon das Thema gehabt, weil ich ja mit Photoshop irgendwann mal so ähnlich wie, jetzt haben wir das wieder, Ich glaub, der Benny, der hier war, dessen Name gelesen habe, war der Benny Productions, von dem ich heute noch gesprochen hatte. So, den habe ich ja, was Photoshop und so weiter angeht, als Vorbild genommen. Und ich möchte irgendwann genauso wie er, vielleicht sogar auch besser. Oder auf jeden Fall in meinem eigenen Art oder Stil. Hier haben wir eine Tür. Designs erstellen, sage ich jetzt mal. Und die dann auch irgendwann vielleicht auf Display verkaufen oder sowas. Also zumindest auf Display anbieten. Autsch. Das war jetzt doof. Zahnfeld. Ja, auch quasi unter Meinungsfreiheit. Da ist zu recht. Also. Ja. Ja, also. Es ist eine Meinung. Für manche Leute. Da hast du recht, auf jeden Fall. Ob das eine richtige Meinung ist, sei mal dahingestellt. Oder wie Gerichte das sehen werden. Hier noch jemanden? Wo? Ach, hier. Hier bist du. Nein, verdammt. So. Haben dich jetzt aber keinen. Ey, Hehl, du hast mir das wirklich damit angetan. Ich nenne die diese Dinger auch mittlerweile Bügeleisen. Wenn ich die Dinger suche, ich zum Sachen reparieren. Erste Wort, was mir einfällt, ist Bügeleisen und nicht hier Amboss. Sind ja auch Bügeleisen.
Ja, okay, wo ist denn hier ein Bügeleisen drin? Ich hätte jetzt gerne auf jeden Fall einen. So, können wir schon schlafen? Ne. Was ist denn das hier? Ist eine Bank? Eine kaputte Bank oder kaputter Stuhl? Ich springe immer zu früh. Egal, machen wir. Ich glaube, bei mir ist das Spiel einfach nur verbuggt. Kann das sein? Ich glaube, das Spiel ist einfach bei mir richtig verbuggt. Hast du das nicht mit der Leiter gesehen gehabt? Ich habe dasselbe Problem hier auch mit diesen Gittern zum Hochklettern. Dann halt die Sache da mit der Map. Ich sehe solche Probleme irgendwie bei... Du siehst keinen Bug. Ach so, du siehst nur Game Features. Okay. Ach so, okay. Dann habe ich nichts gesagt. Außer das mit der Map beim Öffnen. Ja, aber das mit dieser Leiter oder bei den Dingern hier manchmal habe ich auch bisher bei noch nicht so vielen Leuten gesehen, sagen wir so. Ich hätte jetzt aber gern Bügeleisen. Gibt es hier in der Stadt überhaupt ein Bügeleisen? Wo ist auch eigentlich... Eigentlich schon eine coole Stadt hier. Ich hätte die auch gerne mal gesehen, wie die heil aussehen würde. Alles klar, Heel. Dann danke für den Lurk. Dann hören, sehen, lesen wir uns die Tage nochmal. Auf jeden Fall. So, und Freddy? Ja, vielleicht kann man auch einfach irgendwie einen spawnen lassen. Gibt es bestimmt irgendwo ein Command. So, was haben wir hier? Dietrich hier. So, hier ist auch kein Bügeleisen. Ja, aber echt, die Stadt hätte ich gern... Also, hier gibt es viele Städte, die ich gerne gesehen hätte, wie die wieder aufgebaut aussehen. Was ich... ich hatte ja gesagt gehabt, so, ich habe ja einen Charakter auch noch für Dingens. Für, für den privaten Durchlauf. So, wo ich ein bisschen nur die Quest quasi am Skippen bin. Also, ich mache die zwar bis so weit, wie ich auch dann hier im Dingens bin. Also im Let's Play bzw. im Stream. Weiter mache ich da ja auch nicht. Aber mit dem Charakter bin ich zum Beispiel aktuell dabei, einfach nur, weil ich neugierig bin, wie das so aussieht. Ja, Gotha hätte ich auch, also ein Gothic 3 Gotha hätte ich auch gerne wieder aufgebaut gesehen.
Ey, da gibt es so vieles, was ich gerne einfach wieder aufgebaut sehen würde in Gothic. So, aber hier in Enshrouded, da hast du ja die Möglichkeiten, die wieder aufzubauen. Da kannst du ja selber wieder aufbauen. Und im privaten Durchlauf, weil ich das einfach interessant finde. In Götterdämmerung dann. Ich muss ehrlich sagen, ich habe vor Götterdämmerung ein bisschen Angst, das anzufangen. Ich habe wirklich ein bisschen Angst, das anzufangen. Denn nach Gothic 3 werde ich definitiv auf jeden Fall Götterdämmerung, Arcania und das Arcania DLC spielen. Und mir die Schmerzen antun. Aber ich habe Angst davor. Na, aber immerhin hier, was ich gerade noch sagen wollte, in dem privaten Durchlauf bin ich ja gerade dabei, auch Irwurzburg neu aufzubauen. Einfach, also nicht einfach neu aufzubauen, sondern einfach das, was besteht, wieder so herzustellen, wie es heile aussehen würde. Einfach, weil ich neugierig bin, wie das einfach dann so aussieht. Wie das wirklich dann im vernünftigen Zustand aussah. Wo alles heile ist, wo, als wäre es noch eine lebendige Stadt. Wo es schwieriger wird, hier in Enshrouded, weil ich habe bisher noch nicht herausgefunden, ob es eine Möglichkeit gibt, das Miasma zurückzudrängen. Ich habe da vieles ausprobiert, also ich habe bisher noch keine Möglichkeit gefunden, falls das möglich ist. So weiß ich es noch nicht. Und wenn noch nicht, hoffe ich, es wird irgendwann eine Möglichkeit geben, das Miasma zurückzudrängen. Weil ich würde auch gerne Liechtenstein gerne irgendwann mal in einem Projekt so, also privaten Projekt so für mich. Keine Ahnung, vielleicht werde ich das auch irgendwann mal separat aufnehmen und dann irgendwie zeigen. Auf YouTube, keine Ahnung. Wie das wieder aufgebaut aussieht. Aber Liechtenstein würde ich gerne einmal richtig wiederhergestellt sehen. So, was wollte ich jetzt machen? Wir sind vom Inventar her eigentlich voll. Eigentlich nicht. Wir haben hier Sachen. Was ist das? Greifenhelm. Wo haben wir den denn eingesammelt? Den brauchen wir nicht. Das nicht. Wir haben noch ein bisschen Platz. Refugium der Flamme. Hier waren wir noch nicht. Oder? Erfahrungsschriftrolle. Nice. Noch eine. Und Bronzepfeil. Perfekt. Zinn. Perfekt. Wir brauchen mehr Zinn. So, was haben wir hier? Einen besseren Heiltrank, perfekt. Ich sage viel zu oft das Wort perfekt gerade. Ein Kalkstein. Von den Tränken halte ich nichts. Ach, hier gibt es drei Funken. Ah, warte mal. Ich glaube, je weiter man in ein neues Gebiet kommt, also ich glaube, da hinten in der Wüste, kriegt man dann für jeden Funken, Refugium der Flammen, von den Funken dann eher
Eins mehr. Ich wollte schon sagen, bin ich jetzt ab. Dings? Bin ich noch live? Ich habe gerade gesehen, der Twitch-Bildschirm. Der ist gerade stehen geblieben. Also da, wo ich Twitch aufnahm. Damit ich den Dings hier sehe. Aber auf dem Handy ist noch zu sehen. Ja, ich kontrolliere immer separat. Also doppelt einmal vom Handy und einmal vom PC. So, erreiche Surats Rast. Wo ist denn Sur? Ach nee. Der soll mich in Ruhe lassen. Meine Waffe hält nicht mehr lange aus. Die chillen hier schon mittlerweile überall. Nicht nur Miasma kann das sein. Beziehungsweise hier ist das Miasma irgendwie ganz komisch verteilt, ja. Sollen die gegen die Pilze hier kämpfen? Sorry, wenn ich jetzt die ganze Zeit hier nach zur Seite gucke. Aber ich will kontrollieren, ob der Stream noch vernünftig läuft. Gegner getötet, XP plus 35. Ich habe doch jetzt niemanden getötet. Wo kommst du denn her? Autsch! So, Suras Rast, wir sind schon gleich da. Standort unten. Hier ist auch noch rotes Miasma. Okay. Was war hier? Da gehen wir später hin, beziehungsweise nächstes Mal, würde ich sagen. Beziehungsweise, ich weiß noch nicht, vielleicht machen wir nächstes Mal wieder einen Baustream. Entspannt bauen. Denn ich will ja eigentlich noch Materialien sammeln. Und uns fehlt langsam wirklich einiges an Materialien, um zu bauen. Also mir fehlt da sehr viel, sagen wir mal so. Vor allem, ich will auch für jeden der Handwerker, die wir da haben, einen eigenen Gebäude bauen, so dass auch charakteristisch zu denen passt. Für den Schreiner irgendwie eine Hütte, das auch wirklich nach einem Schreiner aussieht. Dann für den Schmied eine richtige Schmiede. Schade, dass man hier nicht wie in Minecraft einen Eimer oder sowas mit Lava füllen kann. Und dann da irgendwie so ein Dings hinpacken kann. Ach, bei denen bin ich wieder. Kurz überlegen, wo will ich lang?
Ich hätte schon längst vielleicht meinen Kaffee trinken sollen, der ist schon kalt geworden. Verdammt. Der Energy hätte auch ruhig stehen bleiben können. Jetzt ist mein Kaffee kalt. Obwohl, nur die Tasse ist kalt. Nee, der ist auch kalt. So, jetzt ist die Frage, das hier, das hier ist eigentlich gar keine Quest, ne? Hier nochmal südlich Karab. Doch, das. Ach komm, wir porten uns nochmal kurz nach Hause. Wir müssen Sachen reparieren und auslagern. Okay, die haben beide jetzt was. Gerbereistation gefunden. Sprich schnell und leise. Unglaublich, du hast es wirklich geschafft. Diese Gerbereistation wird der Schlüssel zu unserem Überleben sein. Los, platziere sie, damit wir an die Arbeit gehen können. Ein schwarzer Kessel. Der schwarze Kessel ist perfekt, um damit einen Alchemietisch herzustellen. Er ist unerlässlich für die Arbeit eines Alchemisten. Überlege es dir, ja? Ich brauche vor Götterdämmerung keine Angst haben. Jo, okay, ich kann mir definitiv vor. Okay, also wenn. Wenn man schon darauf eingestellt ist, dann, dass es kacke ist, dann meinst du wirklich? Meinst du wirklich, dass. Ich sag mal so, ich bin zwar darauf eingestellt, dass es kacke sein wird, ja. Aber ich habe trotzdem Angst zu erfahren, was aus den ganzen Leuten, Freunden und so weiter geworden ist. Was mit Lester passiert ist, da reden wir nicht drüber, bei mir. Das darf niemand erfahren. So, okay, ihr werdet das wahrscheinlich bis dahin auch eh wieder vergessen haben, bis die Folge raus ist. Gott, ich hier gelagert habe. Lässt das Ende kann ich als Kanon ansehen. Okay. Ey, jetzt hör auf zu spoilern, ja? Auch wenn ich weiß, dass er da wieder vorkommen wird, aber. Verdirbt mir nicht die Überraschung. Sagen wir mal so. Obwohl, ich hatte es ja bei ich hatte es ja bei dir selber gesehen gehabt im Stream, bei dir im Stream, dass er da wieder vorkam. So, packen wir das hier noch hin. So. Eigentlich wollte ich das anders, aber egal. Haben wir für hier noch was? Wo hatten wir die Klamotten gehabt? Und einmal alles reparieren. Nicht genug Materialien? Was will der denn hier haben?
Achso, den einen. Rohes Fleisch hatte gefehlt. Eigentlich, wir könnten jetzt mal anfangen, gegrilltes Wild zu machen. Dann ist er erstmal lange beschäftigt. Oder warte mal, wir haben ja Baublöcke hier. Normaler Steinblock. Ich würde mir mal angucken wollen, wie das aussieht. Würde ich vielleicht damit sogar anfangen wollen, ein Dings zu bauen. Also hier so ein, so eine Lagerhütte. Mir gefallen diese die Ränder davon. Aber für den Boden, das, was hier in der Mitte ist. Wie würde das als Wand aussehen? Ja, zum Häuser bauen wäre das auf jeden Fall nicht schlecht, aber für den Boden würde ich den nicht nehmen. Was haben wir hier eigentlich für einen Boden? Grob geschnittener Steinblock. Ich würde hier einen anderen Steinboden nehmen. So, was haben wir hier? Grober Steinblock, Stadtmauerblock, verwitterter Steinblock. Ich gucke mir die mal genauer an. Grob geschnittener Steinblock. Ich vergleiche die mal. So, wenn wir den einmal hier hinsetzen, den daneben. Obwohl, das brauchen wir ja noch für die Hütte. Wie würde das dann als Boden aussehen? War der hier? Stadtmauerblock. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was ich jetzt hier nehme. Ich weiß auf jeden Fall, dass die Feuersteinblöcke ich gerne als Straße verwenden wollen würde. Die ich jetzt hier nicht habe. Wo Stickersteinblock habe ich auch noch nicht angesehen. Den hier. Das ist ein schicker Steinblock.
Wie sieht das dann von hier aus? Also schick sieht's allemal aus, aber für mich sieht das eher mehr nach Holz aus hier. Das kann man so, da sage ich nichts gegen, aber das und das, oben und unten, Boden und Decke, sieht für mich eher mehr nach Holz aus. Ich hätte das irgendwie unter Kategorie Holz gesetzt oder sowas, keine Ahnung, dass man da ein bisschen mehr Spielraum hat, mit verschiedenen Blöcken zu experimentieren, zu mischen, kombinieren. Aber an sich wird vielleicht das da. Vielleicht für drinne benutzen, also. So, wenn wir jetzt hier. Ah, ich sehe da was. Ich sehe da eine kleine Problematik. Also, klar, ich würde. Ich glaube, ich müsste das. Ich müsste hier einmal alles abbauen. Also, das hier ist Fachwerkblock. Fachwerkblöcke würde ich für die Wände beibehalten. Hier würde ich dann diese veredelten Böden machen. Also diese hier. Und von unten diese edlen Steine. So, ich zeig das einmal hier auf. Also, jetzt habe ich den nicht mit, verdammt. Ich wollte das jetzt einmal ganz kurz zeigen, wie ich das meine. So, wo haben wir die Baublockkiste hier? Da haben wir das. So, den mache ich wieder weg, den mache ich wieder weg, den mache ich wieder weg. Dann zeige ich das einmal, wie ich das meine. So, dass wir dann hier. Die Dinger dann haben. So, das dann ist dieses Holz hier, finde ich eigentlich viel, viel schicker als das hier. Und von unten wäre dann eher so noch eine Lage von denen. Ich glaube, hier muss ich ein bisschen mehr machen. Dann wäre von unten halt dieses Holz zu sehen von den Steinblöcken.
von den veredelten hübschen Dingern. Und hier wäre dann dieses veredelte Holz. Den ganzen Fußboden lang. Und die Wände halt diese Fachwerkblöcke. Da muss ich nur schauen, wie ich diese Tür nochmal nachmache. Habe ich die jetzt im Inventar oder ist die jetzt abgebaut? Ja, komm, gut, dann machen wir das so. Die bauen wir noch irgendwie anders nach. Und das gleiche dann hier auch. Also in den Räumen. Dann haben wir zumindest aber noch ein Dings. Also ist noch nicht dunkel genug. Die Dachziegel muss ich ja auch noch nachbauen irgendwie. Oder das sind ja diese... Wie heißen diese Dachschindeln? Hier? Nochmal? Was haben wir hier? Ach so. Hier haben wir die Dinger. Okay. Ich muss mir überlegen, wie ich das hier mache. So, aber jetzt könnten wir schlafen. Sind wir wieder wach? Ja, der ist wieder wach. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das hier loswerde. Diese fliegende Kerze. Die kann ich nicht abbauen. Oder kann ich die abbauen? Die ist nicht anvisierbar auf jeden Fall. So, gucken wir mal. Die wollten jetzt hier... bauen alchemietisch. Den können wir einfach direkt platzieren. Okay. Dann packen wir den mal erst hier hin, irgendwo. So, was kann man hier machen? Wir können hier Leder machen aus getrocknetes Fell, Salz und Ammoniak. Juhu, da sagt das doch. So, Sonnentempelgeschichten. Auf dem Weg zum Ödland? Sei lieber auf der Hut. Meine Tante Elin wurde in einem der Sonnentempel verflucht. Sie wurde von diesem Geisterschädel von unten getroffen, sagte sie mit klappernden Zähnen. Es ist wahr, naja, höchstwahrscheinlich. Du kennst Elin, sie ist eine Quasselstrippe, aber keine Lügnerin. Ist Emily nicht aus dem Ödland? Vielleicht weiß sie mehr. Woher soll ich Elin kennen? Woher soll ich seine Tante Elin kennen? So, fauler Zauber. Heimgesuchte Sonnentempel? Tatsächlich habe ich mal in der Nähe von einem gewohnt. Es war furchtbar. Unsere Tempel sind heilige Hallen und Grabstätten, in denen die Erbauer geehrt werden. Die Funken dort wird durch Gebete genährt und beschützt unsere Toten. Aber als sich das Miasma verbreitete, wurde ihr Licht schwächer. Vielleicht ist unser Glaube ins Wanken geraten, als die Katakomben zum Leben erwachten. Klirrendes Metall, dunkles Geflüster. Seitdem hielt ich meine Gebete in der Taverne. So gruselig. So, okay, warte mal. Jetzt will ich wissen, was brauche ich um den Dings Bauern alchemietisch?
Bei wem kann ich das bauen? Bei ihm? Wo war denn das? Alchemistisch. Okay, gebrannte Ziegel, Holzbretter, Nägel, Holzscheite, Kupferbahn. So viel Kupfer? Ernsthaft? So, Holzbretter haben wir. Ein bisschen. So, Nägel haben wir auch. So, was wollt ihr noch? Hier Kupfer. Das war doch Kupfer, oder? So viel Kupfer wieder verloren, unglaublich. Was wollte er noch haben dafür? Also, hier, das können wir wieder einlagern. Wir haben da ein bisschen was. Gebrannte Ziegel, glaube ich, wollte er haben. Hier. Die Dinger. Sonst, glaube ich, war es das, oder? Mehr wollte er jetzt, glaube ich, nicht dafür haben. Holzscheite und gebrannte Ziegel, da fehlt und so was. Haben wir Lehm? Oder warte, haben wir... Haben wir. So, alchemistisch. Packen wir auch mal nach draußen. So, was können wir hier machen? Rezepte, Antiseptikum, eine medizinische Lösung, die Wunden reinigen und Infektionen verhindern kann. Aus Holzsäure und Aloe. Und alchemistischer Grundstoff. Eine klare Flüssigkeit mit einem scharfen Geruch wird verwendet, um alchemistische Reaktionen zu verbessern. Braucht Miasmaflüssigkeit, Myzel, Wasser, Miasmasporen. Klingt sehr teuer, finde ich. Obwohl, wir haben ja selber noch keinen Brunnen gebaut. Wer konnte hier einen Brunnen bauen? Er nicht. Er war es nicht. Er war da, glaube ich. Da, Wasserbrunnen. Okay. Dafür brauchen wir Leinen, Stein und Holzeimer. Für Holzeimer brauchen wir Metallplatten, Kohle. So, wo haben wir Kohle? Besitzen wir sowas? Ich glaube, wir haben keine Kohle. Wie im echten Leben. Ich glaube, hier könnte es sein, oder? Nee, ich glaube nicht, aber hier können wir die hier schon mal reinpacken. Hier vielleicht? Nee. Haben wir die draußen irgendwo rein? Freddy, danke schön, dass ich das bin. Kann ich hier Kohle herstellen? Dauert dann einen Moment. Was wollte er noch für einen Brunnen? Leinen und Stein. 100 Stein sogar.
Ja, das ist Garn. Waren das Leinen? Nein, das sind Stofffetzen. Das Leinen? Was waren Leinen? Ah, warte mal, genau. Leinen konnte man an Dings herstellen hier. Wo war denn das? Das hier. Dafür brauchen wir Flachs. Oder besitzen wir sowas noch? Ich glaube, sowas besitze ich gar nicht. Und warum habe ich die Münzen hier? Die waren doch bei denen hier drin, oder nicht? Besitze ich überhaupt noch Flachs? Ich glaube, Flachs besitze ich auch nicht mehr. Hier, nur drei Leinen. Perfekt. Ja, ich werde so einiges brauchen, definitiv. Und auch einiges mehr an Kisten. So, wie sieht's jetzt hier mit der Kohle aus? Hat er schon was fertig? Nope. Ja, aber ich würde hier eigentlich nächstes Mal weitermachen wollen. Ich bin auch schon ein bisschen müde. Sagen wir mal so, nächsten Sonntag machen wir Enshrouded weiter. Und für YouTube sage ich auch schon mal so vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Und ciao.